So, moin Leute. Servus. Hintergrund von dem Video, Kommentar unter meinem letzten Video, einer meiner letzten Videos. Was sind so Werkzeuge, Maschinen, die man auf jeden Fall in einem Haushalt, Heimwerkerhaushalt haben sollte? Yes. Vorhergegangen Videos sind wir auf Werkzeuge eingegangen. Jetzt gehen wir auf Maschinen ein. Auf meinem Kanal so der DIY-Heimwerker-Bereich, auf deinem Kanal. Deluxe-Profi-Version von Adam so ungefähr. Ne, witzig, wir haben uns halt so ein bisschen ausgetauscht miteinander und haben gesagt, ey, wir brauchen jeder unsere eigenen Listen, weil hier ein eigenes Zeug halt. Ja, wir haben nicht untereinander erzählt, was wir auswählen, deswegen war ich todesgespannt jetzt hier auf das Video oder die Videos. Fangen wir an? Ja. Also wenn ihr auch so todesgespannt seid, bleibt auf jeden Fall beim Video dabei. Und der Kilian hat das letzte Mal von Nummer 5 angefangen, auf 1 hochgearbeitet. Mhm. Das fand ich so geil, so ein Spannungs. Also, wir fangen mit Platz 5 an. So, Platz 5 ist die Fräse. Die Fräse? Ja, witzigerweise, die hätte es bei mir tatsächlich vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht. Ich hole sie einmal kurz raus. Das macht ja nichts. Überhaupt. Also ich habe die schon relativ lange, die Fräse von Makita Fräse. Aber ich habe sie lange einfach überhaupt gar nicht verwendet. Irgendwann habe ich dann angefangen, ich weiß gar nicht mehr, bei was ich angefangen habe, tatsächlich die zu verwenden. Und seitdem ist es halt einfach mega geil, weil du kannst es, finde ich, mit keinem anderen Werkzeug so wirklich ersetzen, das Ding. Also wir hatten es gerade vor dem Video, haben wir davor philosophiert. Hier Fräsköpfe, und da muss ich tatsächlich mal sagen, da lohnt sich wahrscheinlich, den einen oder anderen Euro mehr auszugeben. Weil, ja, wenn du durch härteres Holz durchgehen willst und da wirklich Späne abschrubben willst, ist halt scheiße, wenn es sich verhängt oder sonst irgendwas. Du hast irgendwie schlechte Erfahrung mit dem Billigzeug gehabt. Ja, ich hatte letztens einen Fräser gehabt, einen billigen, bevor ich mir das gekauft habe. Jedes Set, das habe ich erst letzte Woche gekauft. Da hat sich der Drehring da oben nicht richtig gedreht. Da hatte ich eine Delle im Werkstück drin. Das war richtig beschissen. Und ich finde es halt auch gefährlich, die günstigen zu nutzen, weil die sind dann teilweise auch nicht ganz zentrisch. Also die fangen dann an zu eiern und dann kann so ein Ding auch mal wegfliegen. Und je nachdem, wo es sich trifft, ist halt uncool. Preislich tut es halt schon ein bisschen weh. Ne? Was hat es gekostet? Also, das kostet 130 Euro. Ah ja, Profibereich. Ich habe von Bosch die, kann ich auch mal unten verlinken. Mit dem bin ich total zufrieden. Ich war auch 50 Euro oder so, 60 Euro bestimmt gekostet. Ich weiß es gar nicht, mal gucken. Also das sollte man mindestens ausgeben. Es gibt viele für 15 Euro oder 20 Euro von China. Aber es macht einfach keinen Sinn. Die sind da einmal fressen, sind die durch, fliegen die um die Ohren und durch Brandstellen. Ja, total. Ja, und es fetzt dann auch manchmal so weg und so weiter, also wenn es verhakt. Also du kannst halt, der Klassiker ist, finde ich, so diese die Kanten schön zu fräsen, rund zu fräsen, sonst irgendwas. Das ist so der Klassiker, was ich halt richtig, richtig, richtig geil fand, ist, wie nennt sich das? Bündigfräser. Du hast ein Werkstück, das zweite Werkstück passt genau wie das erste machen. Du kannst es mit der Stichsäge oder sonst irgendwas nicht vorarbeiten und dann kannst du einen Bündigfräser am alten. Also wenn du halt Plattmaterial hast, muss ich dazu sagen. Sonst. Ja. Also bei meiner Hollywood-Schaukel zum Beispiel musste ich so 4 Backen, die genau gleich sein mussten von den Wölbungen her. Musste ich genau auf ein Maß bringen. Ich habe dann mit der Stichsäge und mit den Schleifmaschinen und so weiter gearbeitet. Die Makita-Fräse lag daneben. Ich kam nicht auf die Idee, den Bündigfräser einmal drauf zu tun. Also von dem her ein Werkzeug, was, finde ich, auch nicht ersetzt werden kann durch irgendwelche anderen Werkzeuge. Von dem her Platz Nummer 5. Die Fräse. Und ich finde, so ein Thema, was sich so jetzt durchziehen wird durch die ganzen Werkzeuge, ist Akku oder nicht Akku. War ja bei dir auch so. Ich bin leider Gottes ein unfassbar großer Fan von Akkugeräten. Ich liebe einfach Akku. Beim Akku ist so ein bisschen das Problem, wie ich finde, man muss halt im Grunde genommen auf ein System setzen, auf eine Marke setzen, damit die alle passt genau. Sonst macht nur Sinn, wenn du wirklich von Akkus vom gleichen hast. Dann gibt es Maschinen, da macht es auf jeden Fall Sinn, einen Akku zu haben. Und dann gibt es Maschinen, da muss es nicht unbedingt sein. Ich finde eine Fräse mit Akku eigentlich ganz geil. Dann hast du halt einfach mehr Freiheit. Also wenn du sobald anfängst, irgendwie was Kreatives damit zu machen oder was kreativ reinzufräsen oder sowas, dann nervt so ein Kabel dazwischen. Würde mich nerven. Aber bei der Fräse muss ich sagen, also ich mache immer einen Staubsauger dran, einen Schlauch. Der nervt todes, klar, es staubt aber nicht. Und dann ist es egal, ob du noch ein Kabel dran hängen hast oder nicht. Sowieso mit Fräsen sollte ich, glaube ich, sowieso mehr mit Staubsauger und so arbeiten. Das letzte Mal, wo ich gefräst habe, war, glaube ich, nicht so gesund. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Arbeitssicherheit.
So, das war Place Number 5. Machen wir weiter mit Platz Nummer 4. Witzigerweise auch ein Gerät, was ich lange nicht wirklich hatte. Ich hatte so eine ganz alte Maschine, also hier Winkelschleifer, Flex. In Fachkreisen genannt. Wie man auch immer das nennen möchte. Und habe die jetzt tatsächlich auch unfassbar lieben gelernt. Wir lassen die da oben mal aus. Weg. Bringt eh nichts. Die hat Sonntag im Gegensatz zu uns. Das eine ist, ich glaube, das habe ich, also wenn das Video veröffentlicht wird, so vor 14 Tagen oder sowas, wie man mit so einem Ding schleifen kann. Ja. Das finde ich halt, ach, saugeil. Also du schleifst halt auf eine ganz andere Art und Weise mit dem, als wenn du jetzt mit einer Schleifmaschine arbeitest. Du kannst, werden Stämme damit geschliffen, viel beweglicher schleifen. Da bringst du halt richtig Material runter. Richtig Power drauf. Ja. Man kann auch mal mit der Kante so schleifen, was man mit dem Extender-Schleifer nicht machen kann, weil sonst machst du dir den sofort Teller am Arsch. Ja. Und da kannst du halt mal richtig so. Genau. Ja, das fand ich schon. So ein leises Gerät, was ihr da habt. Ja. Also Winkelschleifer, Platz Nummer 4, finde ich richtig geil. Und ich habe ja wahnsinnig viele Projekte mit alten Paletten gemacht, wo ich immer total schön finde, wenn die Nagelköpfe von vorne noch zu sehen sind. Dann muss ich es aber von hinten halt wegflexen. Ja. So, da kann ich natürlich mit einer Metallsäge hingehen, ein bisschen irgendwie abschneiden und ich gehe mit meiner Flexgitter machen. Dann sind alle Nägel weg. Akku oder nicht Akku? Auch hier habe ich einen Akku. Auf jeden Fall. Also ich habe auch einen mit Akku und ich will keine ohne Akku haben. Weil mit der bin ich so viel hier und da oder draußen im Garten im letzten Eck mal. Nee, da braucht man einfach Akku. Must have. Also Platz Nummer 4. Ich verlinke es unten. Wenn ihr wollt, legt es euch unter den Tannenbaum dieses Jahr 2020. Also Winkelschleifer. Number 4. Number 3. Ah ja. Die Schleifmaschine. So. Das ist doch Multitool. Das ist ein Multitool. Hat aber auch eine Schleifmaschine mit dabei. Ich habe mittlerweile, ich hatte früher, ich glaube, ich habe angefangen mit so einem Delta-Schleifer. Das sind diese dreieckigen, oder? Ja. Dann habe ich irgendwann mal weitergemacht mit einem Extender-Schleifer. Das sind diese runden, richtig? Yep. Dann hatte ich irgendwann noch einen Bandschleifer. Das sind die. Die sind kacke. Das sind mega kacke. Also ein Delta-Schleifer beim kleinen Geldbeutel finde ich halt mega. Du kannst, wenn du. Du kommst halt in alle Ecken rein. Also wenn ich irgendwo Kanten habe oder sonst irgendwas, komme ich halt mit dem Extender-Schleifer komme ich nicht wirklich in die Ecken und Kanten. Ja, so aber er ist eigentlich unnötig geworden mit Multitool, weil du kriegst die Dinger bei Aldi für 30 Euro. Ja, die sind halt nicht so qualitativ, aber wenn ich einen Delta-Schleifer kaufe, der kostet halt auch 30 Euro. Also witzigerweise auch das Multitool, witzig, die ersten drei Plätze, die ich jetzt sage, waren lange bei mir völlig underrated in der Werkstatt. Das Multitool habe ich lange überhaupt nicht verwendet. Und seit ich dann entdeckt habe, mit einer Sägefunktion eigentlich, wie das geht. Also Multitool, muss man fairerweise sagen, kostet wahrscheinlich 200, über 200 Euro. Im Original. Jetzt von Fein. Von Fein, also, das Original-Ding. Wie gesagt, gibt es halt auch günstiger. Bei Aldi. Ja. Und da hast du halt verschiedene Aufsätze. Kannst du den Delta-Schleifer draufsetzen. Kannst du den Extender-Schleifer draufsetzen. So, klar, man kann auch von Hand schleifen. Aber wenn ich mir eine Schleifmaschine kaufen würde, würde ich mir immer eine mit multifunktionalen Aufsätzen kaufen. Wichtigen gar nicht gezeigt, hier die Sägeblätter. Ja, aber mir ging es jetzt erst um die Schleifmaschine. Ach so, Entschuldigung. Genau. Natürlich hat die auch, und so bin ich eigentlich mal drauf gekommen, tatsächlich halt auch noch so Sägefunktionen. Und zwar kannst du mit dem Multitool an Stellen sägen, wo du mit keiner anderen Säge einfach hinkommst. Das habe ich, glaube ich, im anderen Video auch schon mal erzählt. Ich hatte, als ich die Wand rausgeholt habe, musste ich zwischen zwei Balken sägen. Ja. Dann kannst du einfach mit dem Ding einfach so einstechen. Geil, was für Geräusche heute unsere Maschinen machen, oder? Ja. Von auf der Akkuschlag schaut. Oder also von dem Fall, aus oben, wenn man das Ding kauft, kauft euch gleich einen Gehörschutz mit, weil es, ist auf einer es ist auf einer Frequenz unterwegs. Das ist voll unangenehm. Es dröhnt so heftig im Ohr. Oh. Krach ohne Ende, aber geiles Teil. Also Platz 3 Multitool, vor allem wegen der Schleiffunktion, weil die kriege ich halt durch meine anderen Tools eigentlich nicht abgebildet, aber diese Sägefunktion ist halt schon echt auch richtig nice. Also ich finde, das lohnt sich absolut 100%. Kabel oder nicht Kabel? Ich habe das Kabel gebunden. Keine Ahnung, also ich mittlerweile finde ich halt alles geil, was kein Kabel hat, weil ich es einfach überall mit hinnehmen kann. Also hier, aber ich habe eins ohne Kabel. Ich habe eins ohne Kabel mit 12 Volt, aber aber ein bisschen schwach auf dem Herzen. Okay. Das ist ein schneller Akku leer. Aber ich glaube, mit einem großen Akku wäre es schon auch geil. Ohne Kabel ganz nice. Ja. Gerade wenn man eben mal so über Kopf zwischen zwei Balken und so, dann. Wie gesagt, beim Akkuthema finde ich halt, man muss sich eigentlich eine Marke raussuchen. Ja. So, und dann baue ich da drauf auf.
Ich fand jetzt, ich habe ja vor einem halben Jahr oder Jahr habe ich viel mit Parkside gearbeitet. Ich fand, die haben wirklich ein geiles Akkusystem mittlerweile drauf. Die haben auch wirklich viele Werkzeuge. Es gab ein, zwei Sachen, wo ich dachte, boah, da greife ich wirklich lieber auf meine Makita zurück. Aber zum Einsteigen, also ich sage das auch noch gleich bei den anderen Werkzeugen, ich bin halt komplett mit Aldi eingestiegen damals. Wenn du noch nicht weißt, wie oft benutze ich das Zeug wirklich, wie lange bleibe ich eigentlich mit am Ball, ist es jetzt gerade so ein kleines Hobby, was in einem halben Jahr wieder weg ist, oder bleibe ich wirklich dabei? Hey, du kannst auf Discounter-Zeug absolut meiner Meinung nach zurückgreifen. Mittlerweile auf jeden Fall. Und wenn du nach zwei Jahren merkst, so mega, das ist genau mein Ding, mache ich weiter und so weiter, dann greifst du halt irgendwann auf Markenprodukte zurück, wenn du Bock hast. Aber zum Einstieg finde ich Discounter mega gut. So, Platz Nummer zwei, die Säge. Spannend. Die Säge an sich. Die Säge. Die Säge. Und da habe ich echt viel überlegt. Ich habe da hinten eine Dekupiersäge stehen. Die macht Spaß. Ich bin ein unfassbarer Fan von der Kappsäge. Finde ich, also hey, wenn du Latten ablängen musst, wenn du irgendwo auf Gärungen was schneiden musst oder sowas, ey, die Kappsäge ist halt richtig nice. Ich habe deine Handkreissäge unfassbar lieben gelernt. Beim Poolbau hätte ich mal auch mehr gebrauchen können, beim Terrasse und so weiter. Ja, schon so. Es geht aber um die Top 5 Werkzeuge. Man muss sich da so ein bisschen reduzieren auf eine Säge. Aus dem Grund bin ich auf jeden Fall für die Stichsäge. Weil mit der Stichsäge, hier siehst du, ich habe so ein kleines Blatt drauf. Ersetzt so mal die Dekupiersäge auf jeden Fall. Du kannst unfassbar fein damit sägen. Du kannst andere Blätter drauf ziehen. Dann kannst du mit einem Winkel nebendran, finde ich, auch Schnitte machen. Wie im Grunde genommen mit der Handkreissäge. Also nicht ganz so geil, aber auf jeden Fall ausreichend. Also wenn ihr euch auf eine Säge reduzieren müsst am Anfang, aus meiner Sicht nimmt auf jeden Fall eine Stichsäge. Weißt du, was ich heute Morgen gesehen habe? Boy. Ein Sägeblatt mit Schleifpapier dran. Was ist rechts und links? Da kannst du für Holz und auch für Metall zum Schleifen. Das habe ich heute Morgen im Internet gesehen. Echt? Ich dachte, Alter, was? Ja. Das müssen wir unbedingt mal testen und bei Tool des Monats bringen. War ja witzig. Ja. Also von dem her, Place Number 2, Stichsäge, 100%. Ja. Obwohl ich die Kappsäge sehr liebe. Mit der Kappsäge kann ich halt nicht irgendwas Feines aussägen. Keine Ahnung. Also von dem her und mir fällt jetzt gerade auf, also jetzt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, wer mein Video noch nicht gesehen hat, aber meinst du doch Platz Nummer 2, die Säge. Unabhängig voneinander gewählt. Und unser Platz Nummer 1 ist auch, aber da fahren wir jetzt nicht so viel. Okay, jetzt kommt Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 ist auf jeden Fall eine Bohrmaschine. Auf jeden Fall eine Bohrmaschine. Auch da gibt es halt verschiedene Sachen. Auch da muss man sich reduzieren auf einen. Ich glaube, nee. Falsch rum. 50-50 Shows. 50-50 zweimal gewechselt, einmal verkackt. Also bei einer Bohrmaschine kannst du auf Monster zurückgreifen, wenn du möchtest. Das ist für mich ein Monster. Hat sehr, sehr viel. Zu einer Hildi. Ich hätte von dir nicht erwartet, dass du eine Hildi hast, weil das ist echt so Endstufe. Das ist halt die Endstufe. Der Hobbykanal hat eine Hildi. Und zwar, ich habe nicht nur eine Hildi. Ich habe so von der Arbeit habe ich eine alte Hildi bekommen. Also ich bin ja gelernter Sozialarbeiter, aber in einem Unternehmen, was unfassbar viel selber macht einfach. Und da haben wir echt halt Bäder und was weiß ich, was, Wände eingerissen und so weiter. Ja. Habe ich eine alte Hildi bekommen. Wenn du mit Beton, wenn du Löcher in Beton machen willst, wenn du eine Wand zerstören willst, wenn du nur Friesen abarbeiten willst mit so einer Meißel, kommst du über den Schlag. Bohrhammer heißt das so, gell? Schlag. Bohrhammer, ja. Bohrhammer. Nicht drumrum. Und Hildi, ganz ehrlich, also wo alles andere halt in die Knie gegangen ist, hat das Ding erstmal angefangen zu müde zu lächeln, so ungefähr. Ja. So, aber gehört für mich nicht, wenn du nur 5 Tools zum Auswählen hast, mit dazu. Ja, da gibt es leider andere. Achso, ich dachte, es wäre jetzt. Ich dachte, es wäre dein Platz 1. Nein, 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 nein. Ist halt ist mega geil. Und da finde ich auch ein bisschen wie beim Werkzeug. Du musst halt gucken, für was brauchst du letztendlich. Wenn ich eine Holzständerbau-Hauspause habe, brauche ich so ein Monster einfach nicht. Also wenn ich halt viel im Beton bohren will oder sonst irgendwas, dann brauche ich so ein Monster. Was ich auch wirklich lieben gelernt habe, ist eigentlich hier so ein Akkuschrauber. Allerdings ist halt mein Problem beim Akkuschrauber, ich kann halt nur Schraubbits draufziehen und kann damit nicht kleine Löcher bohren oder sonst irgendwas. Von dem ist das auch nicht Platz 1. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Ich bin jetzt schon wieder müde. Ich der Bohrer. Was hast du eigentlich gestern Abend gemacht? War es ein anderes Thema? Das verraten wir auf seinem Kanal vielleicht. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ne, mit dem Bohrer kannst du halt. Du kannst ein Bit einsetzen, weißt du? Du kannst hier einfach ein Bit nehmen, um zu schrauben. Du kannst Holz bohren, du kannst Wände bohren. Für mich geht an der Maschine eigentlich
kein Weg dran vorbei. Ich bin jetzt zufälligerweise, habe ich jetzt hier von, auch von Parkside, also habe die und die verwende ich schon ewig lang, aber das fand ich jetzt so geil, dass ich mal gedacht habe, ich zeige es einfach mal kurz hier. Dieses Teil hier, das steht hier vorne, im Futter, um Bohrer einzusetzen. Das ist so krass, das Ding. Und kannst hier. Und der Preis ist halt so heftig. Ne? Ich habe keine Ahnung, was das kostet. 30 Euro. Vielleicht muss ich jetzt gesponsert irgendwo da drunter hängen, weil das habe ich mal gesponsert zu bekommen. 30 Euro? Mhm. Ah ja, krass. Das finde ich halt, ich habe es nie wirklich verwendet so zum Arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie tauglich das ist oder nicht. Aber die Idee finde ich halt geil. Also wenn es halt einen Platz eins gibt, dann kannst du nur einen auswählen. Das finde ich halt mega, wenn du damit schrauben und bohren gleichzeitig kannst. Kannst aber auch mit so einer Maschine, wenn du ein Bit einsetzt. Genau, und da auf jeden Fall Akku. Also mit dem Kabelbohrer, Schrauber rumzurennen. Kann ich anfangen. Nein. Und da muss man jetzt eben sagen, mit dem Akkuschrauber fängt ja so alles an, in die Akkuwelt einzutreten. Total, ja. Und beim Akkuschrauber, da muss man sich schon Gedanken machen, auf was für ein System setze ich. Richtig. Also da gleich informieren, was hat die Marke an anderen Geräten. Wirklich mal in den Baumarkt gehen, da ist immer so alles aufgetischt von den einzelnen Marken. Anfassen, ausprobieren und so. Anfassen auch mal. Dann zu der Stichsäge gehen, vielleicht zur Handkreissäge, einfach wo man überlegt, okay, in 5 Jahren könnte es sein, dass ich das habe, einfach mal checken. Ja. Nicht, dass man da mehrere Systeme hat, weil das macht keinen Spaß. Exactly. Also so viel zu meinen Maschinen. Das ist hier Place Number One. Wir haben vorhin noch so ein bisschen drüber gewitzelt, finde ich, ob wir mal zum Material, Verbrauchsmaterial auch eine Top 5 haben, was auf jeden Fall in der Werkstatt sein müsste. Also wenn ihr da auch Bock drauf hättet, schreibt in die Kommentare, macht mal so einen Schwachsinn auch noch. Dann machen wir das sehr gerne. Und mich interessiert mal so eure Top 5, ob ihr auch eine Top 5 habt, ob ihr voll d'accord geht mit dem, was wir gemacht haben. Und ihr sagt so, Alter, was ist das für Werkzeuge? In meinem Video habe ich das eine vergessen. Das war so ein. Komm, zeig's noch ganz kurz. Das Add-on. Special! Special One. So ohne das macht Arbeiten überhaupt keinen Sinn. The Radio. So geil. Also das gleiches war, Akkusystem, gell? Deswegen habe ich mich für Makita entschieden gehabt damals. Weil Makita hat es richtig gemacht. Weil ich habe auf der Baustelle halt schon viele Radios gehört gehabt und Makita hatte den besten Sound und Preis-Leistung, das hatte 95 Euro gekostet oder kriegt man nur noch für 95 Euro. Ja, und deswegen hatte ich Makita gekauft gehabt. Ich habe damals gar nicht. Ist das Akku? Akku? Das Akku ist Akku. Das ist krass. Ah, ja, gut, du kannst hier die Schiebeakkus reinmachen und so hier die 12 Volt, die alte Generation witzig. Und du kannst AUX vorne, AUX vorne. AUX hinten, AUX vorne und du kannst über Strom laufen lassen. Okay. Aber was es nicht kann, das ist die Akkus lädt. Das gibt nämlich auch krass, Radios, wo du Akku reinsteckst und wenn du Strom dranhängst, laden sie gleichzeitig. Ich habe jetzt gesehen, also geiles Add-on, es gibt auch Kaffeemaschinen von Makita. Ja. Hast du es probiert? Ja. Nee, probiert noch nicht. Also von dem her, wenn ihr damit Erfahrung habt, haut es mal drunter. Ansonsten so viel zu den Videos. Vielleicht ist eine Inspiration dabei für euch, was ihr euch noch unter den Weihnachtsbaum legen wollt. Alles wie immer unten markiert. So, und wenn ihr Kilians Video noch nicht gesehen habt, schaut euch mal sein Video noch an. Schönen Weihnachten. Tschüss.